Ist das laut? Ja, herzlich willkommen. Ich denke mal, so ist das okay. Ne? Metro Last Light habe ich mich sehr drauf gefreut. Metro 2033 habe ich geliebt. Und... Ja, wackelt hier so ein bisschen. Mal gucken. Hab ja da so ein paar Mausproblemchen. Mal gucken, ob das hier auch so der Fall ist. Video. Desolation habe ich gesehen, ist hier nicht so doll. Motion Blur brauche ich gar nicht. Desolation. Ja, wird hier nicht sonderlich. Wird benutzt, aber es ist halt nicht so super toll. Dieses benutzt haben Very High, was gibt's noch? Very High, Full HD, ja klar, reicht. Do you want to save? Yes. So. Continue. Introduction. When asked how it all started, I always tell that it all began that day when we went to Botanical Gardens. We, meaning yours truly, and two of my friends. Whose idea was it to visit the abandoned station? Who persuaded the others to go? I always tell them that I don't remember. I always lie. It is a safe lie. Or there is no way to ascertain the truth. Both Vitaly and Eugene are dead now. The massive airlock doors shrugged and opened with a grinding sound, opening a road to hell for us and a road into the metro for the demons. But, in fact, it all started that day, when Mother said we should take a walk in the Botanical Gardens and go there by metro. I remember how we took a short escalator to the surface, how we exited a spacious glass pavilion and saw a street buried in green. I remember the small clouds moving across the limitless sky and soft, cool wind on my face. Mother bought me an ice cream. That was the last time I tasted it. That day, humanity was executed. The righteous and the sinful were called to be rendered according to their deeds. And we hid from God's sight in the metro. And we were saved from his wrath. And he apparently decided that flushing us out wasn't worth the trouble. Then he went about his business, or perhaps died, while we stayed on this used up and discarded earth and continued just going with it, going nowhere. I remember so many random, unnecessary things, yet I don't remember the most important one. My mother's face. She died very soon after the war started. All that remains of her is that day in the gardens. How I wished I could recall her face. The way she looked at me. The way she whispered that I have nothing to fear. I'd sell my soul just to recall that. I'd do that any day, any time.
I did. Sehr gut. Ja, wie gesagt, Metro Last Light. Ihr habt es eben gerade schon gesehen. Es gab in Russland einen Atomkrieg und oder auf der Welt und die Menschen haben sich halt in diese U-Bahn, in die Metro zurückgezogen. Und was ist jetzt? Iron New Game. Achso. Ja, es gibt den Original-Mode und es gibt den Ranger-Mode. Das ist halt für die Veteranen. Da gibt es weniger Munition und stärkere Gegner. Aber das nehmen wir natürlich nicht. Nochmal. The Dark Ones came much later, from the garden's direction. The Dark Ones, huge, towering a full head over the highest man. Nightmarish creatures, creepy as a man turned inside out. Monsters born to destroy us. The word was they were incredibly strong and unnaturally evil. That with bare paws they could tear armed men apart. Ja, sie haben sich nach dem Krieg in die Metro zurückgezogen und kämpften halt gegen irgendwelche bösen Monster und Mutationen. Is even scarier. Die sich da durch die Atomisation gebildet haben. Press any key to continue. Well, I used to live nearby. Before the war, I mean, up there. I was on the train when it happened. I tried calling my family, but couldn't get through. What the? What happened? Shit! Das ist aber ein bisschen flott eingestellt hier. Kann man nicht auch hier auf Deutsch stellen? Game Options Crosshair. Ah, hier Text. German. So. Ah ja, hier Advanced Physics gibt's noch. Das ist hier für solche Partikel und Effekte und sowas und so Einschusslöcher und so Brocken, die so rumfliegen, wenn man in die Wände schießt. Das ist wird nicht empfohlen, das unbedingt anzumachen, solange man nicht unbedingt hier so wie ich in Full HD mit einer GeForce GTX Titan spielt, denn das Spiel hat immens hohe Anforderungen und ich bin gespannt. Ihr habt ja gesehen, ich habe es hier auf Very High stehen, ob das überhaupt richtig läuft mit der Full HD Aufnahme. Denn das Spiel hat mordsmäßige Anforderungen und da ich das ja hier in Full HD gleichzeitig aufnehme, das kostet natürlich auch nochmal. Das zieht natürlich das System nochmal ein bisschen runter. So. Ja, das ist schon besser für den alten Opa. Shit! Shit! What's going on here? Er hat ja so eine Fähigkeit, so eine dunkle Gestalt zu sehen. Er hat Teil 1 schon gehabt. Artyom, wake up, Artyom! It's me, Khan! Nightmares, eh? No wonder, after all you've been through. Listen, I have incredible news. A couple of days ago, I was near the ruins of the Dark One's hive, and I saw one of them, still alive. I immediately set out to find you, as you were the one they tried to contact. Before you launched the missile strike against them. Khan! How the hell did you get here? Get out! Now! Yes, Ullman, one moment. If a Dark One has survived, it is vital that you try to speak with it, Artyom. I realize that, as one of the Order now, you report to Miller. But we must persuade him to allow this mission. Khan! I told you to get out! Yeah, this is a classified base. Blah, blah, you shouldn't blah, even blah. Be here. I'll take you to Colonel Miller. Follow me, Artyom. Get ready, Artyom. I'll be waiting at the exit. Yes. Move it, you windbag.
Ich werde jetzt mal kurz auf Pause machen und rausgehen und checken, ob das mit dem Sound hier läuft. Also meine Stimme mit dem Gequatsche von dem. Drink and breathe through a tiny hole in his throat. Ah, jetzt geht's wieder los wie in Teil 1. Schön das Magazin mitnehmen, sein Feuerzeug. Und ich mach kurz Pause. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Das war ein bisschen laut, was da so in-game war. Und ich war etwas leise. Ich glaube und hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser ist. Spielpause? So, jetzt habe ich gerade irgendwas falsch gemacht. So. Zack. So, ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Wenn du dieses Symbol siehst, wollen wir sehen, wenn du deinen Jonas öffnen, drücke N. Drücke linke Maustaste, um dein Fahrzeug zu benutzen. Und rechte Maustaste, um deinen Jonas zu öffnen. Kompass zeigt dir den Weg. Der schwarze Folge kann zu einem Treffen. Leuten hier schön zugucken, zuhören. So ein Waffen-Johnny. Привет, Артём. Артём was one of the men who found D6. They gave him a Ranger's badge on the spot. Yeah. It's nice for him. Yeah. I had to spend 2 years as a cadet blah, before they accepted blah, blah, me blah, into the order. Blah, 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 well, anyway, blah, where were blah, blah. Jetzt mach ich noch mal kurz den Test, nice, ob das mit dem Sound jetzt besser ist. So, jetzt müsste es halbwegs passen. Viele neue, falls hier gerade neue Zuschauer dabei sind, denken sich auch, was für ein Assi, warum macht denn er das alles und zeigt uns das? Warum schneidet er das nicht alles raus und macht das vorher? Nö. Yes, I got the reactor working. The lights, the heat. Ja, jetzt haben wir den Sound hier eingestellt. Es ist immer noch so ein bisschen Motion Blur drin. Ich glaube, man kann ihn auch nicht komplett abschalten. Bewegungsunschärfe niedrig, normal. Ja, man kann es leider nicht ausschalten. Das finde ich schon mal blöd. Dass das nicht geht. Und dass man auch AF nicht runterstellen kann. Es gibt nur 4-fach 16. Ist auch kacke. Kein 8-fach, nix. Hier gibt es zweifach und dreifach, vierfach, 0,5. Ja, zweifach muss schon sein. Oder nehmen wir mal 0,5, dann habe ich noch ein paar FPS mehr, denke ich vielleicht. Oh ja, auf jeden Fall. 30 FPS mehr gleich. Man sieht es aber jetzt hier schon mal den Leitungen da, die Treppchen, die kleine Kantenbildung und so. Ja. Aber es bringt 30 FPS, also das ist schon ordentlich. Aber ich glaube, ich stelle es wieder hoch, das sieht ja aus wie hingekackt und hingeschissen. Gucken wir uns das jetzt nochmal hier so an, das ist alles sehr ein bisschen verschwommen. Machen wir mal wieder auf zweifach. Ja, ganz klar. Ihr könnt es ja mal ganz ausmachen. Gucken, wie es dann aussieht. Weniger FPS als mit 0,5-fach und das sieht besser aus. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, dann lassen wir es einfach so. Oh, was haben wir hier? Ja, das will ich gar nicht sehen hier. Ich kann dreaming in the Metro. Für mich, es fühlt sich wie ein Patrol.
schön, Wischiwaschi. Come on, you have 5 more seconds, 30. Discharged last week, so his squad is sent through the marshes to the George base. And Romanov's the only one who makes it. Hello, Artyom. Welcome to the armory. I hear you're a ranger now. Yeah. You must get a drink sometime to celebrate. For now, let's get you equipped. Yeah, hand me them toys. First things first, you're going to need a gas mask. You can't make a step on the surface without a gas mask. It's been 20 years and the radiation still strong enough in some places to boil water. There are hot spots down here in the metro, too. Don't forget filters for the mask. Sure, it looks cool enough even without these, but they definitely make it better for your health. Now, medkits. Medipacks, well, Waffen, alles her. Anything you need for survival in a stylish orange case. Yeah. Here's your advanced salary for this month. Remember, your pay is in military-grade rounds. Sure, you can use them as usual ammo for some hefty extra damage, but saving them to buy guns, attachments, regular ammo and equipment for merchants anywhere in the metro seems like a smarter move. Genau, halte Tabulator gedrückt, was außer Menü für Waffen und Munition aufzurufen. All right, now to the good stuff, huh? Let's get you some guns. Take the ones you want and try them out on my range. Rangers usually carry up to 3 weapons, Artyom, and the choice of those is completely up to you. Ja, was er uns auch gerade nochmal gesagt hat, es gibt hier 2 verschiedene Arten von Munition. Es gibt normale, ja, was heißt normale Munition? Das ist halt die Währung hier in dem Spiel, diese richtige Munition, gute Munition, Militärmunition heißt sie hier, glaube ich. Ja, das ist noch die Munition, die von vor dem Krieg quasi ist. Die macht mehr Schaden. Die gibt es aber auch nur ganz, ganz selten. Und das ist halt quasi hier die Währung. Dafür kann man sich Upgrades von Waffen oder Medipacks, den ganzen anderen Quatsch kaufen. Und es gibt halt auch, so war es bei Teil 1 auf jeden Fall, diese Munition als Bezahlung für Missionen. Und wie gesagt, man kann die halt auch benutzen. Das wird aber eher nicht empfohlen, sondern die ganze eben aufzuheben und dafür eben Zeug zu kaufen. Zur Not kann man sie immer mal benutzen, aber ansonsten gibt es halt diese selbstgebaute Munition, die hier in diesen unterirdischen Munitions- und was weiß ich was Werkstätten gebastelt ist, aber die ist halt nicht so gut. Ja, die macht nicht so viel Schaden. So, und jetzt sollen wir halt hier zum Firing Range gehen. Hey Artyom, put on a show for me, huh? Try out the rest of the weapons you chose. Zum schnellen Wechseln zwischen Maschinen und Waffen kannst du 1, 2, 3 shooting for the center of the regular dummy's chest. Terrible! You mean you a ranger? Try again. Good shot! Now should be armored. Notice the difference? It's going to take more bullets to penetrate the armor. Es ist hier gerade 12 Uhr, es ist nach dem Bug Hero Mini Show Match, vielleicht noch ganz entspannt ein bisschen da. Ah, try a headshot, yeah, I will. Ja, ja, Maul, Alter. So, aber jetzt können wir zum Briefing gehen. Hier reicht mir hin, ein bisschen umgeballert hier. You hear the order? Come visit us. You're not to discuss the fact that D6 has been found to anyone in the mess.
No way, the base is clear. Achso, man kann ja auch alles mal so ein bisschen absuchen. Da liegt ab und zu auch mal so Munition rum. Tischen, Ecken. Yesterday, the commander and I checked the doors. Miller's calling the group leaders in. There's going to be a big assembly. Ja, man könnte natürlich jetzt hier auch so zuhören, die sprechen hier über irgendwelche Einsätze, über irgendwelche Geschehnisse oder über irgendwelche mysteriösen Sachen, die irgendwo passieren oder so. Ja, oder wie schön es doch früher alles mal war. Pay no attention to this clown, Alex. Open the gates. Have you heard about Lesnitsky? What are you talking about? Check with the guards at the lab. Shit. What the hell did he do? All right, let's go. Also Grafik ist auf jeden Fall sehr gut. The tombs of ancient kings were filled with whatever they might need in the afterlife. Weapons, gold, chariots. They'd sacrifice their wives and slaves to serve their lords even in death. Reminds me of this bunker. Cut that shit out. The things in D6 are like what the conqueror took with him beyond the grave. Cold steel and wild steeds and treasures untold. Of course, the Tomb Raiders would always die horribly, killed by demons or ghosts or their own greed. Khan, will you shut up or what? Hey! I heard that Lesnitsky did something! What happened? Nobody knows! Lesnitsky was at the lab. When the next shift came, the door was open and the lab ransacked. Lesnitsky was gone! Shit! So, what's inside? Chemical weapons, maybe some other shit. That's all I heard. God damn it. The Colonel's going to tear me a new one because of Lesnitsky. A red hot poker right into my soul. If I still have. All right, let's go. Ja. Ja, also wie gesagt, ich könnte D6, ja, but it's like a damn city down here. All the bunkers, the nooks and crannies and exits. Still, they based the order dreamed of finding. The guys just came back from the ring. They say. Also wie gesagt, das sieht jetzt schon sehr gut aus. Ja. Wir haben ja auch wo ist mein Maus? Hallo. Ach, da ist er. Weg gewesen. Ja, wir sind hier auf sehr hoch. Wir haben gerade Anti-Aliasing aus, was irgendwie mit aus ist, sieht besser aus als mit an. Was komisch ist. Ja, und ja, diesen Motion Blur würde ich gerne komplett ausschalten, aber geht nicht. Finde ich scheiße. Tessellation habe ich mir hier, ich habe schon mal so ein paar Berichte dazu gelesen auf PC Games Hardware. Wie gesagt, Tessellierung ist in diesem Spiel zwar vorhanden, aber nicht sonderlich, wie soll ich sagen, es wird nicht sonderlich effektiv genutzt und es macht keinen großen Unterschied, ob man es anhat oder nicht. Deswegen kann man es ruhig auf, ja, auf normal oder eben ausschalten. Ja, was macht da keinen großen Unterschied? Was hatten wir noch? Hier das Advanced Physics. Wie gesagt, bei Radeon-Nutzern, die kriegen sowieso tierische Probleme, weil das die Radeons ja nicht können. Das muss dann die CPU buckeln. Und bei Nvidia-Grafikkarten macht es halt eben die Grafikkarte, aber es kostet auch immens viel Leistung. Ich kann es mal ausprobieren später, ob ich es ohne die Aufnahme so damit spielen kann. Ich lasse es jetzt hier erstmal aus. Ich denke mal, es sieht auch so sehr gut aus. Und ja, machen wir einfach mal weiter. Just left the briefing. Two Nazi assault teams have started the fight with raids somewhere in the south. Miller ordered all hey, our men assembled. Anyone know here what the buzz is about? Why the summons? Let's hear what he has to say at the assembly. I have a bad feeling. Wahrscheinlich ist take these guys to Miller. They've been summoned. Yes, sir. All right, go on in. I'll wait here. When you've gone, I'll speak to Miller. The bombing of the Dark Ones may have been humanity's worst mistake. What if they meant us no harm, but were trying to communicate? Perhaps the severe pain and loss of consciousness suffered in their presence just meant we were incompatible. Machines with different wiring. But somehow you, Artyom, have the common wire.
the connection with the Dark Ones. Yes. People died at Exhibition, your home station. Hunter, the best of the Order, is most likely dead as well. And he taught you this. If we don't fight for our lives in this new world, we'll be devoured. It is the law of evolution. But I would argue, the old laws no longer apply. All right, Artyom. And you, Khan, you have something to report? Yes, Colonel. Let's keep it short, then. Oh, no. I located the surviving Dark One at the gardens. What? One of those things is still alive? Luckily, yes. Luckily? Khan, this is utter madness. The Dark Ones were the greatest threat the Order's ever faced. Colonel, just give me a chance. A single Dark One is no threat. Artyom has a gift. I believe he can establish contact with the creature. Let him come with me. Yeah. All right. Artyom, go with Khan to the gardens and locate the Dark One. I'll send a sniper along. My best. Anna. Hmm. Yes, sir. Why would we need a sniper? To eliminate the creature and finish the Order's job. Miller, you can't! It's murder! Restrain him! You idiot! You're making the same mistake that... We're done here. Escort Khan out of here. Artyom! It's your last chance for forgiveness! For getting rid of the nightmares! Forget about Khan. Looks like he got close. Too close to the creature and lost his mind. Yeah, naturally. Look here, Artyom. Complete the mission and get back here quickly. A war is coming. And I'll need every ranger at his post. On your way. So, what are you waiting for? Come along, rabbit. If it's true that the Dark Ones can sense you, maybe you could draw it out from hiding so Anna can have a clear shot. But do me a favor, huh? Don't let the Dark One get into your mind. Or Anna will have... And don't forget to finish it with a headshot. We now suspect Lesnitsky was a sleeper agent. But we haven't verified who's running him. Your job is to intercept him before he delivers the stolen container. Understood? Yes, sir. If Lesnitsky escapes with the container, he's higher better to release him. So you can't... Don't tell me you believe that bullshit about making peace with the Dark Ones. I wish I had been up in that tower myself to see the missiles fall and watch them burn in their nests. Come on, Rabbit. Would you let those things into the Metro? Let them crawl into our brains so they could use us like animals. Maybe we could mate with them so the children could live on the surface and feed off the radiation. Shit. You don't shake hands with the devil. Ja, schön auch jetzt hier, wie der Sound sich so ändert, wenn man halt hier in so einer Halle ist, dass es ein bisschen halt und so weiter und so fort. Ja, und was sie ja gerade gesagt hat, sie wäre gerne dabei gewesen. Am Ende von Teil 1 war es dann so, dass man auf einem ganz großen Turm oben war und dann halt so eine Raketen gezündet hat aus so einem unterirdischen Raketensilo halt. Und dann hat man halt diese schwarzen Ohren. Well, we've worn this place out. Let's move. Atom. Ladescreen. Oh. Das ist jetzt ein bisschen leise. Drücken wir es jetzt mal weg, weil das eh zu leise ist. In the past, trains were ordinary things. But now, this monorail seems magic, doesn't it? Our kids won't know how to operate these things. And their kids will probably think this was built by the gods. All right, we've reached the station. This is part of the secret Metro 2 line. We haven't explored these tunnels. Can't spare the time or manpower. So don't wander off. Ich würde gerne noch mal wissen, wie man dann umschaltet zwischen der normalen Munition und der Militärmunition. Ich gucke mich jetzt erst mal ein bisschen um. I'll try to put some juice in the system and get the lights on. Use your flashlights in the meantime. Flashlight number.
at the Dark One's nest. That's a good sign, Rabbit. Maybe we'll have luck with this mission too. Das war schöne Grafik mal wieder. Freut mich sehr. Power's working. Open the gate. I'll cover the passage. Great. You did fine after all. Studium am MIT und so. Schalter drücken. Über Half-Life 2. All clear. Move out. All right, the map shows a collector entry point ahead. Move, I'm following. Go right, there's a dead end on the left. Something along the way. Ist doch scheißegal, ob du eine Sackgasse. Ich guck, ob hier was rumliegt, Junge, Mädchen. Things fast. I don't think we'll run into anything serious here. Great, the ladder. It's just a little more walking. Then we'll see if you're a rabbit or man. All right. Surface, put your mask on. Draußen kann man nur mit Gasmaske überleben. Später mit dir brumsen. Also musst du dir mal ordentlich die andere Strapsenklamotte anziehen und mal die Muschi rasieren, Junge. Mädchen. Give me a hand here. Ja, ja, nur mach. Let's go to the main entrance. There's a good shooting position there. I can cover a lot of territory. Ah, jetzt kann er auch hin. You're supposed to be immune to their... what? Influence? I don't have your gift. Nicht wissen, wie gammelig das auf einer Person ist. Head on in and look for the creature. I'm thinking that since the dark... Ja, ich gehe rein und lock ihn für dich raus und du knallst nah ab hier. Or smell you, or whatever the fuck they do, and come from hiding. Just try to stay in the open so I can cover you. We'll maintain radio contact. And if you have second thoughts, don't worry. I'll do it. Okay then. Good luck. Kann ich hier meinen Dings nicht rausholen? Ist gut. That helm was bad luck. Get ready for more. Another three. Let's do it. One down. Look, there's more in the reeds. Mach das schon. Geil, Alter.
Zug gefahren. Hey, you all right? Hey, Artyom. You're doing a decent job. Maybe you're more than a rabbit after all. There's something at the edge of the crater. A tree is blocking my view. Hier im Atom. Jetzt los. Ach, das ist wieder am Ende von Teil 1. Das Ding, wo man dann da diesen Tunnel, den Turm hochkraxeliert, das ist auch so geil, das Level. Das ist so geil, die Grafik, die Stimmung, die Atmosphäre, das ist sehr geil gemacht hier. Das ist natürlich jetzt blöd, das hatten wir bei dem anderen, das war bei Dings war das glaube ich auch so, bei Bioshock Infinite, dass teilweise in den Sequenzen oder bei solchen Szenen der Ton auf einmal total leise ist. Okay, dann warten wir also mal und lesen uns das durch. Der Feind meines Feindes, die Kreatur, die ich in den ausgebrannten Überresten des Gartens vorfand, sah wie ein Schwarzer aus. Und sie konnte in meinen Verstand eindringen, das Innerste aus mir herausholen. Aber sie war auch kaum mehr als ein Baby und ich bin mir sicher, dass sie mich erkannte und Angst bekam. Sie ließ mich einmal bewusstlos zurück. Gerade lang genug, dass ich gefangen genommen werden konnte. Von wem? Herr Sturmführer! These prisoners were captured at the botanical gardens. Welche Nazis, seems oder was? Like they were looking for something. These two are red. They refuse to speak. The third one looks like a ranger of the order. A mutant the size of a child was caught near him. It was delivered to Reich as well. I'll deal with it later. This one. Suspected mutation. No, no, I'm normal. See, two arms, two legs, 10 fingers. Don't you understand? I'm a Hansa citizen. Shut up! You're not in Hansa. Here, you are a suspect in the distribution of corrupted genes. And this is your trial. If your skull has the correct proportions, you are free to go. If not, you are an abomination. Science, you see. This is an outrage! I told you to stay still! Well? Let's see. 318 millimeters by 302. Let's look it up in the tent. Ah, congratulations. You're a mutant. No, no,
Genauso dumm wie damals mit den Juden, ja? Wenn man das mal so sagen darf. Da hatten die Nazis ja teilweise auch irgendwelche Werte, wie halt ein Deutscher aussieht, von Kopf, Umfang, Ohren, Größe, was weiß ich. Und wenn man das nicht hatte, war man automatisch Jude. Ja, totaler Quatsch, auch wenn man Deutscher war. Mal sehen, wie unfassbar behämmert die waren. Oh oh. But away from the other side. They'll kill me if they hear. Okay? Take this one to the second unit. Usually, Reich does not interfere with the Order's business. But here, we have you, the Reds, and the Freak, all caught in the same net. I do not like it. So talk, or take a bullet to the brain. Get the officer! Hey, you! Schön abstechen, ja. Here. You keep the knife. Keep it. So, we are with the Spartan Order? I'm from the Red Line. Our superiors are not on the best of terms, huh? But I say fuck that. Oh, fuck that. The grunts stick together, huh? The fuck? I see. Ух ты, ты смотри. Remotely controlled lock. One thing's for sure. Our only chance of getting out of this alive, work together. Right. Now, what did they say about the garbage chute? Ach so, er geht dahin. Okay. Ich werde übrigens gleich auch wieder aufhören, denn ich werde dann gleich ins Bettchen gehen. Aber wenigstens kann ich jetzt mal Metro spielen. Okay. Das freut mich sehr. Let's get our asses out of this place. Then we'll go our separate ways. Huh? Sieht doch gut aus, rein da. See the pipes? This is their contingency plan. There's a riot or an escape, they just open the valve and turn the prison into one big gas chamber. Sucky. Sure learned from their predecessors. Shh. We'll go as soon as the elevator leaves. So, aber ich höre jetzt erstmal ab hier. Wo ist die Maus? Ah, zurück zum Hauptmenü. Ja. Ich würde gerne noch weiterspielen, aber ich will jetzt halt schon ins Bett gehen. Morgen ist wieder viel zu tun. Freut mich auf jeden Fall. Es läuft ziemlich gut, muss ich sagen, nachdem ich ja eigentlich gelesen habe, dass es... es hat natürlich enorme Anforderungen. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch in Very High läuft. Ja, es lief auch mit zweifach AA. Ohne läuft es ein bisschen besser, deswegen lasse ich es erstmal aus. Ja, Motion Blur habe ich jetzt absichtlich auf niedrig gestellt, weil ich es einfach nicht ab kann, dieses unscharf gemache. Das habe ich damals bei Horizon schon nicht gemocht. Bei Autorennspielen schalte ich es auch immer ab, wenn es geht. Und ja, ohne Aufnahme, denke ich, könnte ich hier locker hier auf, was weiß ich, zweifach, 16-fach mit hier auf High und Tessellation und auch Advanced Physics. Achso, jetzt muss ich ja wieder zurückschauen. Das geht wieder aus. Aus. So. Oh nein. Jetzt habe ich aus Versehen auf vierfach AA gestellt. Muss ich wieder zurückstellen. So. Ja, ich werde das auf jeden Fall weiter daddeln, weil ich habe den ersten Teil sehr, sehr gemocht. Den kann ich euch übrigens auch nur empfehlen. Den gibt es bei Steam für, weiß nicht, 10 Euro oder so. Ist ein reiner Singleplayer-Shooter, das gibt es ja heutzutage nur noch selten. Aber es ist halt ein riesen Unterschied zu einem Call of Duty-Kampagne, sage ich jetzt mal. Call of Duty-Kampagne ist in der Regel nach 3 bis 4 Stunden vorbei. Es ist ein Schlauchlevel ins nächste, eine Explosion jagt die andere. Dummes Gequatsche hier, dummes Gequatsche da, Skripte hier, Skripte da. Das ist hier nochmal so ein richtiger Story-Shooter und das gibt es ja heutzutage nur noch, ja nicht super selten, aber das gibt es halt heute nicht mehr so oft. Und dann halt noch hier in Kombination mit dieser unfassbar geilen Grafik. Und deswegen freut mich, dass es halt immer mal wieder noch solche Spiele gibt. Und ich werde das auf jeden Fall weitermachen. Und wo geht's hier raus? Ach, hier, Escape-Spiel. Kann man
überhaupt draufklicken? Nö. Ja, also ich gehe ins Bett. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr es auch spielt. Wenn ja, in welchen Einstellungen. Ich, wie gesagt, gehe mal davon aus, da ich es ja jetzt mit Aufnahmen in Very High spielen kann, dass ich es ohne in noch viel höher spielen kann. Also bis dann. Tschüss.